Wir sind ja seit sehr vielen Jahren damit beschäftigt, Online-Studium und Weiterbildung zu realisieren. Und natürlich gehen wir immer von der Maxime aus, dass wir nichts erfinden, was es schon gibt. Deshalb nutzen wir auch bei der Entwicklung unserer Inhalte OER-Ressourcen dort, wo wir sie erfinden. Unter diesem Aspekt ist es ja nur recht und billig, dass wir die Materialien, die wir dann selber erstellen, auch frei verfügbar und frei lizenziert der Community zurückgeben. Digitale Lehre ist zunächst einmal aufwendiger als normaler Präsenzunterricht. Das Erstellen didaktisch hochwertiger didaktischer Materialien ist mit erheblichen Aufwendungen verbunden und eigentlich macht die Produktion solch aufwendiger Dinge nur dann Sinn, wenn man sie mit möglichst vielen teilt. Von daher ist es ja naheliegend, das, was wir entwickelt haben, auch für den allgemeinen Gebrauch weiterzugeben und zur Verfügung zu stellen. Die Fachhochschule Lübeck hat in ihrer Strategie ja jetzt auch festgelegt, dass wir neben dem Online-Studium für Berufstätige auch das Präsenzstudium jetzt systematisch digitalisieren möchten. Wir werden deshalb in Zukunft ja erhebliche Aufwendungen und Anstrengungen übernehmen, um für die Präsenzstudierenden geeignete digitale Formate zur Verfügung zu stellen. Aus unserer Sicht macht dieser hohe Aufwand aber nur Sinn, wenn das, was wir hier für unsere Studierenden tun, auch für alle anderen verfügbar ist. Wir erwarten im Hintergrund natürlich auch, dass andere Hochschulen sich diesem anschließen und wir deshalb auch freie Lernmaterialien von anderen für uns nutzen können. Wir stehen ja im Moment vor einer Weichenstellung, wo wir wegdenken müssen vom digitalen Lernen und konzeptionell überlegen müssen, was denn Lernen in einer digitalen Gesellschaft bedeutet und welche Kompetenzen Menschen haben müssen, um sich in dieser digitalen Gesellschaft, digitalen Wirtschaft erfolgreich behaupten zu können. Bei all diesen Überlegungen gewinnt ja der Aspekt, dass die Kompetenzen der Studierenden hierfür gefördert werden müssen, eine immer höhere Bedeutung. Damit werden aber die didaktischen Szenarien auch beim digitalen Lernen immer anspruchsvoller und professioneller. Bei dieser Professionalisierung macht es ja wiederum keinen Sinn, dass jetzt Einzelne dieses für sich tun. Im Vordergrund muss hier die Kompetenzentwicklung der Studierenden stehen und deshalb brauchen wir institutionelle Antworten auf die Professionalisierung des Lernens in einer digitalen Gesellschaft. Politik kann diese Prozesse dadurch unterstützen, dass sowohl die Erstellung freier Lernmaterialien unterstützt wird, dieses verteilt sich dann ja auf viele Nutzer, dass aber auch die laufende Aktualisierung freier Lernmaterialien im Hochschulbereich gezielt unterstützt wird, damit es verlässliche Quellen bei freien Lernmaterialien gibt, die man auch für Lehre und Lernen nutzen kann. Für Flüchtlinge kann OER im Prinzip dasselbe leisten, was es für alle anderen auch leistet. OER ermöglicht es, Bildungsmaterialien, die schon erstellt sind, auch kostenfrei anderen verfügbar zu machen. Und wenn sie denn in der richtigen Digitalisierungsformatierung vorliegen, auch auf den Endgeräten verfügbar zu machen, auf denen Flüchtlinge üblicherweise arbeiten. Hier spielt jetzt insbesondere die Smartphone-Tauglichkeit freier Lernmaterialien eine ganz wesentliche Rolle. Es ist keine Lösung, unter OER-PDF-Formate und PowerPoints zu verstehen. Das erreicht nicht die Menschen dort, wo sie lernen wollen. Und genau die Flüchtlinge sind jetzt eigentlich eine Zielgruppe, bei der dieses Problem, ich will dort lernen und mit den Medien lernen, die ich bei mir habe, von ganz besonderer Relevanz ist. Deshalb wird das Verfügbarmachen von offenen Lernmaterialien, gerade auch für Flüchtlinge, die Konsequenz haben müssen, dass wir die Ausgabe auf mobilen Endgeräten wesentlich systematischer unterstützen, als dies in der Vergangenheit der Fall war.